Grüße das Gemüse, willkommen zu eFootball Pro Evolution Soccer 2020. Ja, leider konnten wir die Tabellenführung noch immer nicht erobern. Juventus gewinnt auch wieder. Es bleibt bei einem Punkt. So, wie sieht die Tabelle aus? Napoli 4 Punkte hinter uns nach Inter und Lazio schon abgeschlagen, 11 Punkte hinter uns. Dann kommt Parma, Torino, Sampdoria, Atalanta, Milan. Den Top 10 und dann Hellas, Verona, Udinese. Ja, Verona abgeschlagen. 7 Punkte. Aber von Platz 19 bis Platz Nummer 10 sind es nur 6 Punkte. Also zwei Niederlagen können ganz schnell entscheidend sein und man ist plötzlich Vorletzter am Abstiegsplatz. Und wir spielen gegen Spar. Wir haben Auswärtspartie. Ja, jetzt da. So, wir schauen aber noch kurz. Verhandlungen. Kolarov, nein, wird natürlich nicht verkauft an Udinese. Warum sollen wir auch? Top-Verteidiger und auch noch Kapitän. Assistenz-Co-Trainer, Checo, alles klar. So, aber jetzt Spiel gegen Spar. Wir spielen okay, Spar. Das. Okay. Ah, doof. Komm, machen wir's ja. Gegen Spar auswärts. Kluivert wieder in der Startaufstellung. Perotti verletzt, fällt wieder einmal den ganzen hinaus. Zum dritten Mal schon. Den Oktober gefehlt, den November gefehlt und jetzt fehlt er plötzlich auch noch den Jänner. Ja, Perotti, weiß nicht, ob der noch ganz fit ist. Er spielt sehr gut, wenn er spielt, aber wir sind irgendwie immer wieder verletzt. So, Sadio Paolo, Mazza. Checo führt sein Team wieder hinaus. Los geht's. Torwart hat sich wild gesteigert die letzten Spiele. Ah, kommt auch schon. Danke. Nein! Sich, dass sie sich die Bälle immer so weit vorlegen. Ah, Smalling. Ja, ein etwas flotteres Spiel. Und Jacob! Jacob hat momentan kein Glück mit dem Torgeschießen. Die Schüsse verfehlen immer noch ganz knapp. Das Ziel der Riefe im Tor. Ja, hat immer auch, das steht auch immer sehr blöd bei den Markenschüssen. Und schön gemacht. Und Checker und Tor. Wieder einmal mehr. Zengis Ünder. Checker mit der Torvorlage. Macht alles richtig. Ünder trifft erneut für AS Rom. Wow, schöner Pass. Und Checo macht alles richtig und sein Gesünder versenkt den Ball im Tor 1 zu 0. Ja, im letzten Spiel, der verflixte Ball wollte nicht ins Tor, das 2 zu 0 wollte permanent einfach nicht fallen, bis dann endlich zum Schluss und da steht es 1 zu 1. Oh, was war das für ein
Räudiges Tor. Mancini. Oh, was war das für ein räudiges Tor? Ja. Oh, der schummelt sich hier noch ganz klein hinein. Bessere Perspektiven von hier. Eine Pass und ja. Ah, ja, Spal macht das, was Brescia nicht geschafft hat. Nämlich schnell den Ausgleich zu erzielen. Natürlich, jetzt wird alles ausgeglichen. Druck wieder hoch, natürlich jetzt Spar motiviert. Ah, oh, Kluivert wartet hier. Spar motiviert, das nächste Tor zu schießen. Ja, lange haben wir nicht geführt. War eine kurze Führung. Und Rita ist es. Checker, und der macht es diesmal selber. 2:1. Ja. Der Ausgleich hat auch nicht lange gehalten bei Spar. Wieder schön nach vorne. Edin, Checker. Hier Kluivert. Don't Checker nimmt Anlauf. Schöner Pass. Und da muss Checker noch ein paar Meter gehen, weil er vom Verteidiger fast geblockt wird, aber macht hier doch den Treffer. 2:1. Oh, diesmal geht die Flanke nicht durch. Ja, Checkout diesmal. Und was für ein wuchtiger Schuss. 3:1. Edin Checkout. Doppelpack. Ich wollte schon sagen, der geht drüber, aber der ging ins Tor. Wow. Hat ihn doch noch erwischt. Toller Pass. Wieder die Nummer 27. Und wow, wuchtiger Schuss. Unter die Querlatte. Ah, Checo wieder in Topform. Schießt wieder seine Tore. Hier setzt er sich durch. Und da haut er ihn wuchtig unter die Latte. 3:1. So hätte es im letzten Spiel auch aussehen können, aber dieses Mal gelingen uns die Treffer. Ah, wieder hängen geblieben. Smalling, Hauptverteidiger. Ah. Nein. Oh, Marco Reus. Aber Berisha hält. Eckball ausgeführt von Kollerow. Ah, war kein guter Eckball. Ist sonst eigentlich ganz gute Eckbälle. Casemiro scheitert am Berisha. Und Zengi sind da. Ausschuss. Oder er schaut man nicht weiter, den Spuler. Verstehe ich überhaupt nicht. Und der Asian Name ist. Boah.
Kluivert, Tor. 4:1. Pellegrini mit dem Kopfballtor. Schön, Kluivert. Oha. Und wenn der Junge so weitermacht, könnte er fast Perotti verdrängen. Wow, gut gesehen. Kluivert, Flanke und Pellegrini. Bäm, Tor, drin ist er. 4:1. Coole Flanke. Boing, drin ist er. Und Marco Reus versucht es. Ja, gut gespielt auf engen Raum hier. Und Marco Reus. Oh, ja, Freistoß. Gut gesehen vom Schiedsrichter. Und wird keine Karte geben. Nein. Wieder mal Meier, die Nummer 27. Ja, klares Foul. Am 16er, so. Und in die Mauer. Und Eckball. Und knapp am Tor vorbei. Ja, wäre glaube ich nicht reingegangen. Der war noch ein Spieler an der Innenstange. So, Marco Reus. Muss hier lange laufen. Kolarov, Pellegrini. Ah! Ballverlust. Marco Reus kommt nicht zum Schuss. Diesmal schon, aber Berisha hält. Ja, weiter geht es hier. Und nächster Eckball. Ja, Angriff. Ein Angriff jagt den am nächsten. Und an die Latte! Komm! Oh. Mann, oh Mann, oh Mann! Eine Chance um die andere. Tor Pellegrini. Was für ein kurioses Tor. 5:1. Doppelpack Pellegrini. Bleibt dran am Ball. Jagt ihn. Ach, Nummer 8. Was macht die Nummer 8, anstatt dass ihn rausschießt oder weghaut? Aber jetzt laufen wir an, da kugelt der Ball, Pellegrini kommt, nimmt ihn ab und Ding, Tor. Kurioses Tor von Pellegrini und Halbzeit, 1:5 aus der Sicht von Spar. Eine ordentliche Dosis. Was gegen Brescia nicht gelungen ist, gelingt ja einwandfrei. So, aber es geht jetzt in Hälfte Nummer 2. Wer weiß, was sich da jetzt noch so alles tut. Kann Spar aufholen. Kann Spar Tore schießen und näher anrücken. Und ja, Freistoß, okay.
Kammer geben. Soll nichts. Ja, auch ungefährlich. Und jetzt da Edin Dzeko. Au! Ja, den hat er ordentlich versemmelt, der Donner. Das war nicht das Gelbe vom Ei. Reus im Bedrängnis. Wieder Dzeko. Ja, diesmal ist die Nummer 27 der Sieger. Und Tor, Hattrick, Edin Dzeko. Tor und Nummer 3 am heutigen Tag, 1:6. Ja, wer hätte das gedacht, sah nichts aus. Schneller Ausgleich von Spal und dann plötzlich zieht hier Roma davon. 1:6. Ah, den hat er schön getroffen. Und Mkhitaryan kommt jetzt für Cengiz in der tolle Spiel gemacht, wieder ein Tor geschossen. Hat sich den Applaus verdient. Der Ball war draußen. Eckball. Wow. Ein gefährlicher Eckball. Mkhitaryan. Ah! Flanke hätte fast gepasst. Das Ball bleibt gefährlich. Müssen natürlich den Anschluss finden. Gelingt nicht ganz. So, Voller aufbringen kommt jetzt Spinazzola. Vorwärts. Dzeko. Mkhitaryan. Ja. Oh. Was sehe ich? Da war Lopez. Tolle Parade. Thank you.
Und. Wuchtiger Schuss von Vas Pellegrini. Pellegrini nah, auch fast am Hattrick dran. So, Wechsel. Reus, in kommt Zaniolo und da steht es. 7:1. Zaniolo, gerade frisch eingewechselt, kommt für Marco Reus und trifft nach einem Standard. Erste Ballberührung und Tor. Das nenne ich nach Einwechslung das schnellste Tor in der Liga. Wow, bam, steht da. Frei. Tolles Tor. Mit der Sprinttaktik. Zaniolo hält, was er verspricht. Und wieder Zaniolo, Doppelpack. Wahnsinn. 1:8. AS Rom on fire. Wortwörtlich. Zaniolo, Doppelpack, kommt rein für Marco Reus und plötzlich steht es 8:1. Ja, Gabi Spar hat da wohl schon den Kampfgeist aufgegeben, versuchen dennoch vielleicht noch einen Ehrentreffer, Anschlusstreffer, damit das Ergebnis nicht ganz so wild aussieht, zu erzielen, aber momentan erfolglos. Hattrick, Zaniolo, was ist da los? Zaniolo kommt für Marco Reus und macht direkt einen Hattrick. Oha, Digga. Macht direkt einen Hattrick. Reus spielt sehr gut, gibt sehr gute Bälle, aber Zaniolo schießt die Tore. Oha, da muss man sich fast überlegen, ja? Puh. Zaniolo wohl möglich. Naja, muss nicht heißen, aber ja, starkes Spiel von Zaniolo. Ja, AS Rom on fire. Und die Gitarre. Ah. Das kommt nicht an. Und Pellegrini auf der Schuss. Zu schwach. Ja, Nachspielzeit. Einwurf. Roma. Checo mit dem 10. Tor am Fuß. Oh, tolle Flanke. Ja, schlecht erwischt. Hätte er vielleicht mit dem linken abprallen lassen können. Und upside wird gepfiffen. Okay. So, die letzten Sekunden.
ja. Ah, Abseits wird noch. Ja, jetzt wird nochmal, glaube ich, abgepfiffen. Und das war's. 1:9. 1:9. Ein Doppelhattrick. Und ein Doppelpack. Plus das Tor für den da. 1:9. Kurioser Sieg, AS Rom on fire. Ja, tolle Partie, tolles Match. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin, Bussi aus Bauchi, euer Elizinator.